Oh, hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Gibt mal wieder ein Video. Die Post war da. Paketnummer. War das gerade? 289 müsste es sein. Jetzt habe ich jetzt eigentlich schon weit gewartet und ich muss das Video jetzt auch gleich machen, weil das, was da drin ist, brauche ich jetzt gleich. Deswegen würde ich auch sagen, wir schnacken das lang. Wir gehen drunter auf den Tisch, dann packen wir das mal aus. So, auf dem Tisch ankommen. Dann reißen wir das Ding mal auf. Oh, das macht Spaß. So, da ist nämlich lauter Zubehör gekommen. Für meine Action-Kamera. Für meine DOD Action 2. Da haben wir immer gekriegt so ein Case. Also diesmal habe ich tatsächlich kein Warehouse gekauft. Das ist alles Neuware. So ein Case. Wenn man das Case drauf macht, soll scheinbar die Kamera länger durchhalten. Dann schaltet die zu früh ab wegen Überhitzung oder keine Ahnung. Und ist natürlich dann auch ein Schutz für die Kamera, dass wenn die mal runterfällt, das selbst das Case ist magnetisch, auch praktisch. Dass selbst wenn die Kamera mal runterfällt, dass dann nicht gleich alles kaputt geht. So, das machen wir dann hier in das Case rein. So, hat das die Kamera auch ein bisschen dunklere Form. Das Glas steht dann etwas nach innen versetzt. Also selbst wenn man es jetzt irgendwo mal auf den Tisch auflegt, auf der Linse oder Richtung, ja, Linse nach unten, passiert da nicht so viel. Und hier haben wir ein Case für das Unterteil. So, dann haben wir auch hier eine leichte Kante, dass es dann nicht auf dem Display aufstaut. Und man kann aber das Ganze trotzdem ganz normal weiter nutzen. Die Clip-Halterung funktioniert noch ganz normal. Das ist schon mal das erste Upgrade. Ich muss auch die Kamera, ich finde die echt richtig, richtig gut. So, was ich jetzt aber eigentlich hauptsächlich brauche, dieses Kopfband hier. Ich mache zurzeit viele Videos mit meinem RC, oder? Aber nicht auf diesem Kanal, da gibt's, dann habe ich jetzt einen weiteren Kanal, der heißt Sony Uncut. Und da lade ich das dann immer eigentlich ungeschnitten hoch und vielleicht mache ich dann auch mal ein paar Videos hier auf dem Kanal. Da brauche ich dann ein bisschen Zeit dazu, weil da muss ich dann die interessanteste Szene rausschneiden. Aber hier habe ich mir jetzt gekauft ein Kopfband, wo dann die Kamera praktisch dann hier eingeklickt wird. Das hebt auch schon magnetisch. Und hier hinten ist so ein kleiner Abstandshalter, dass er sich zu weit nach oben filmt. Und dann kann ich mir das Kopfband um den Kopf schnallen. So. Wie das funktioniert, wie das aussieht, ich habe natürlich noch keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal aus. Ich mache jetzt aber die Kamera nochmal runter. Sieht wahrscheinlich ein bisschen komisch aus jetzt. Aber so eine halt die Möglichkeit, die Kamera ziemlich knapp über meine Augen zum Platzieren. Und dann sieht die Kamera tatsächlich das, was sie selber aussehe. Wobei, weil die schon ein bisschen nach oben filmt. Mal gucken, das Kopfband, wenn ich es hinter hochziehe, na, das ändert nichts. Ist weiter hoch da, filme ich noch weiter nach oben. Also ich muss es tatsächlich ziemlich knapp über der Stirn platzieren. Ja, so von der Seite sieht man, also das müsste eigentlich schon ungefähr hinhauen, dass ich dann halt nachher, wenn ich mit dem RC-Auto fahre, sonst kann ich das ja hier an der Brust trennen. Das Problem ist halt, wenn ich im Auto hinterher gucke, dann gucke ich in der Regel mit dem Kopf hinterher und bewege ich immer gleich den ganzen Körper. Und somit
ist öfters mal das, was ich filmen will, außerhalb dem Bild. Wenn ich aber die Kamera hier habe, die Kamera, die filmt immer das, wo ich hingucke. Das ist natürlich dann mega praktisch. So, und dann haben wir noch eine Tasche, auch für die Kamera, darunter, was ich mir bestellt habe. Wenn ich das Ganze jetzt ja dann auch öfters mitnehme, kann ich hier irgendwann schon mal alles sauber verräumen. Dann kommt, ich weiß gar nicht, wie das geplant ist, wo die Kamera reinkommt, wo was reinkommt. Ja, gemeint, die Kamera, die steckt man hier hoch, könnte naja, aber es kann jetzt natürlich sein, dass das jetzt hier nicht mehr reinpasst. Wegen dem Case. Wäre jetzt natürlich schade. Weiß jetzt wieder. Also da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen schlau machen. Da kann ich auf jeden Fall dann das Halsband hier verstauen. Dann die andere Halterung auch noch rein machen. Und die Frage ist jetzt halt, ob das jetzt hier so schwer reingeht, weil die Kamera jetzt in dem Case drin ist. Dann ist drin. Ist reingegangen, dann muss er irgendwie rausgegangen. Also, krieg jetzt so einfach halt raus. Aber ich meine, das ist hier drinnen quer. Hört dann so rein, das heißt, ich muss jetzt hier wahrscheinlich das Ganze noch ein bisschen weiter aussparen oder ich weiß es nicht. Mit Kamera jedes Mal aus dem Case rausmachen zum Transportieren, das werde ich definitiv nicht machen. Aber das ganze Zubehör kann ich da dann nachher auf jeden Fall einpacken und wir haben jetzt eigentlich schon das Stundenband gewöhnt. Das ist schnell gegangen. Wenn ich daher klicke, dann kann ich irgendwas aufnehmen. Praktisch. Und die Kamera, die DOD Action 2, also das ist echte Kamera, die kann ich echt wärmstens empfehlen. Eine kleine, kompakte Kamera, wo man eigentlich nahezu fast überall befestigen kann. Die hat jetzt nur das Problem, dass die relativ schnell warm wird, dass man also nicht allzu lange aufnehmen kann. Und dass der interne Speicher relativ klein ist. Und der Akku relativ klein. Wenn man jetzt aber das Display hier mitnimmt, bis zusammenklickst, kann ich auf jeden Fall mehr Akkukapazität, mehr Speicher, weil ich kann dann hier Speicherkarte einbauen und kann jetzt von der Größe her ungefähr GoPro. Nur das obere Teil. Halt echt viel, viel, viel kleiner wie ein GoPro. Ich weiß gar nicht, wie ihr euch die Größe vergleichen könnt. 9 Volt Blockzelle kennt wahrscheinlich jeder, also ist weniger oder nicht so hoch wie eine 9 Blockzelle und auch nicht so breit. Minzig kleine Kamera, wo echt gute Bilder macht. So, dann würde ich auch sagen, das war's jetzt mit dem Video. Die Post war da 289. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.